Hallo, mein Name ist Tabaluga. Willkommen in Grünland. Ich freue mich, dass du da bist. Ich brauche dringend deine Hilfe. Arktos, der hinterlistige Herrscher der Eiswelt, hat einige meiner Freunde gefangen und eingefroren. Er bewahrt sie als Trophäen in der Halle der eisigen Trophäen auf. Ich kann sie nicht retten, weil es dort so kalt ist, dass mein Drachenfeuer nicht ausreicht, um sie aufzutauen. Nur du kannst meine Freunde aus Grünland befreien. Wenn du bereit bist, bringe ich dich zum Eingang des Eispalastes. Dort beginnt das Abenteuer. Und falls du Hilfe brauchst, klicke einfach auf Shuhus Kristallkugel. Eiswelt, wir kommen! Also, an die Arbeit! Willkommen zum Spiel Die Rettung aus dem Eispalast. Wenn du bereit bist, drücke die Eingabetaste auf deiner Tastatur. Es geht los! Ich wusste doch, dass Arktos sich etwas einfallen lässt, um uns auszusperren. Wir müssen eben klüger sein als er und den Code knacken. Klein und clever gewinnt immer gegen groß und frosthirnig. Drachen fürchten sich nicht im Dunkeln. Aber etwas Licht wäre schon besser. Versuch mal, einen Schalter zu finden. Das war wohl nicht der Lichtschalter. Das muss die Tür aktiviert haben. Arktos muss sich schon mehr Mühe geben, wenn er uns aussperren will. Ein Zahnradspiel. Das wird nicht leicht. Drehe erst die Rädchen, bis die Formen zueinander passen. Drücke dann den Knopf. Aber sei vorsichtig. Es gibt nur eine Lösung, bei der alle drei Rädchen zueinander passen. Thank you.
Schneller, ihr Sklaven! Die Maschine ist fast repariert! Ich dachte, du willst deine Freunde aus dem Eis befreien. So lahm wie du bist, wirst du nie gewinnen! Na, wartet, ihr elenden Pinguine! Ihr seid schon so gut wie vereist! Ja, es ist wieder warm! Du hast mich gerettet! Du nimmst das besser mit? Es könnte dir später noch nützlich sein. Der arme Bass. Er sieht so frostig aus da drin. Wenn wir ihn befreien wollen, müssen wir zuerst das Bilderschloss knacken. Drehe einfach jede Rolle, bis drei passende Bilder in einer Reihe erscheinen. Du hast es fast geschafft. Es passt. Und jetzt reparieren wir diese Maschine. Wir müssen uns beeilen. James hat das ganze Obst aus Grönland gestohlen, um für Arktos Eiscreme zu machen. Wir beide müssen verhindern, dass sie zur Eiswelt zurückfliegen. Ich versuche, ihn zu fangen, aber du musst mir seine Helfer vom Hals halten. Klicke einfach auf jeden, der versucht, sich in den Weg zu stellen. Vorausgesetzt, du kannst ihn fangen. Das wird der alten Karottennase nicht gefallen. Danke für deine Hilfe. Jetzt bringen wir das Obst wieder dahin zurück, wo es hingehört. Oh, danke. Bzz. Schnell, zurück nach Grönland. Bzz. Thank you.
Arktos hat all diese Formen durcheinander gebracht und alle Teile verstreut. Du musst die Reihe vervollständigen, indem du die unteren Formen so drehst, dass sie zu denen in der oberen Reihe passen. Das ist gar nicht so leicht. Wenn du einen Kopfstand machst, wird es vielleicht einfacher. Weiter geht's mit einer neuen Aufgabe. Weiter geht's mit einer neuen Aufgabe. Oh, ich sehe da eine frostige Schlacht auf dich zukommen. Meine Armee bereitet sich in den Schneefeldern auf eine mächtige Schneeballschlacht mit dir vor. Mit den Pfeiltasten kannst du das Katapult bewegen. Mit der Leertaste kannst du schießen. Oder du benutzt deine Maus. Aber gib Acht auf deine geschätzten kleinen Freunde, die ich aufs Feld gelockt habe. Auf in den Kampf! Du gewinnst nur, wenn du diesen Punktestand erreichst. Jedes Mal, wenn einer von deinen Freunden getroffen wird, verlierst du einen Punkt. Ach ja, dir stehen nur... Hey, pass doch auf! Wir ergeben uns! Au, das tut weh! Jetzt ist es weg, das Katapult! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Feuer frei! Nimm das! Jetzt ist es weg, das Katapult! Feuer frei! Autsch! Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Nimm das! Nimm das! Feuer frei! Jetzt ist es weg, das Katapult! Feuer frei! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Jetzt ist es weg, das Katapult! Feuer frei! Feuer frei! Nimm das! Du gewinnst nur, wenn du diesen Punktestand erreichst. Jedes Mal, wenn einer von deinen Freunden getroffen wird... Hey, pass doch auf! Nimm das! Autsch! Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Jetzt ist es weg, das Katapult. Feuer frei! Nimm das! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Feuer frei! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Nimm das! Feuer frei! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das.
ergeben uns! Feuer frei! Feuer frei! Nimm das! Nimm das! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Wir ergeben uns! Feuer frei! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Nimm das! Feuer frei! Au! Das tut weh! Aua! Der Boss hat nichts davon gesagt, dass wir auch was abkriegen. Nimm das! Feuer frei! All meine wertvollen Trophäen sind entkommen. Ich kann wieder fliegen. Danke, mein Freund. Du hast doch nicht etwa Angst vor Spinnen? Weil du nämlich jedes einzelne von diesen Krabbelfiechern fangen musst, wenn du deine Schildkrötenfreundin retten willst. So, du willst dich also einmischen und eine meiner Trophäen befreien? Dann ist dies deine Aufgabe. Du musst zu Tabalugas Höhle hinaufklettern. Aber ich mache dich darauf aufmerksam. Niemand hat je den Drachenfelsen erklommen. Zum Klettern brauchst du ein Seil. Jetzt kann's losgehen. Vorsicht! Diese Stelle sieht gefährlich aus! Vorsicht! Diese Stelle sieht gefährlich aus! Schwer, was? Das machst du gut. Nicht aufgeben. Du kommst nur auf den Gipfel, wenn du nicht dieselben Fehler machst wie vorher. Das machst du gut. Du bist fast da. Ach, verflixt. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst. Ich danke dir, mein Kind. Du gewinnst nur, wenn du diesen Punktestand erreichst. Jedes Mal, wenn einer von deinen Freunden getroffen wird, verlierst du einen Punkt. Ach ja, wir stehen...
weiter. Jetzt brauchst du ein gutes Gedächtnis. Lass die Bilder verschwinden, indem du auf die Paare klickst. Mein Lieblingssport, Rennrodeln. Da ich hier der unangefochtene Champion bin, muss jeder, der gegen mich antreten will, nach meinen Regeln fahren. Mit den Pfeilen auf deiner Tastatur kannst du steuern und versuche, den schnellsten Weg nach unten zu finden. Willst du gewinnen, musst du meine Bestzeit schlagen. Selbst ich würde das Rennen nicht ohne Sturzhelm fahren. Du solltest dir lieber vorher einen suchen. Jetzt kann es losgehen. Ab die Post! Aber das ist doch nicht möglich. Niemand ist schneller als ich. Freiheit! Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt musst du gut buchstabieren können, um dieses Schloss zu knacken. Der Schlüssel ist der Name eines kleinen grünen Drachen, den du vielleicht kennst. Drehe am Schloss, um die Buchstaben auszuwählen. Ich will dir helfen. Gesucht ist mein Name.
Wenn du glaubst, dass alles richtig ist, lege den Hebel um. Ich will dir helfen. Das sieht nicht ganz richtig aus. Versuch's noch einmal. Wenn du glaubst, dass alles richtig ist, lege den Hebel um. Die Tiere von Grönland müssen auf der anderen Seite des Vulkans einen Wachturm bauen, damit sie Arktos im Auge behalten können. Leider befindet sich der Steinbruch mit den Bausteinen auf dieser Seite des Vulkans. Du musst diese Kanone bedienen, um die Steine hinüber zur Baustelle zu schießen. Drücke die Auf- und Abwärtspfeile auf deiner Tastatur, um den Winkel der Kanone und die Feuerkraft einzustellen. Und pass auf, dass du die Steine auf die richtige Stelle schießt. Feuer frei! Ich glaube, du musst den Zünder der Kanone anstecken, sonst funktioniert sie nicht. Schau doch mal nach, ob du etwas Geeignetes findest. Jetzt schießen wir! Ich glaube, der Winkel stimmt nicht ganz. Vergiss nicht, die Steine müssen an der richtigen Stelle landen. Gut gezielt! Vergiss nicht, die Steine müssen an der richtigen Stelle landen. Gut gezielt! Gut gezielt! Vergiss nicht, die Steine müssen an der Vergiss nicht. Ich glaube, der Winkel Gut gezielt. Ich glaube, der Winkel Vergiss nicht. Du musst die Gut gezielt. Gut gezielt. Gut gezielt. Vergiss nicht, die Steine Ich glaube, der Winkel stimmt nicht. Gut gezielt. Du hast es geschafft. Jetzt kann uns Arktos nicht mehr überraschen. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast dich als sehr tapferer Abenteurer erwiesen. Sieht aus, als hätte ein trampliger Schneemann auf diesen Schlüssel getreten.
Du musst alle 10 Teile finden und wieder zusammensetzen, damit wir die Schalltafel aktivieren können. Arktos wird nicht locker lassen, bis die ganze Welt vereist ist. Er hat eine Superwolke voller Schneeflocken geschaffen und sie über Grönland gepustet. Glücklicherweise kann sie nur für kurze Zeit schneien. Hilfst du mir, die Schneeflocken zu schmelzen, bevor sie den ganzen Wald unter einer Schneedecke begraben? Mit den Pfeiltasten zielst du, mit der Leertaste lässt du mich Feuer spucken. Du kannst auch die Maus benutzen. Wir zeigen Arktos mal so richtig, wozu Drachenfeuer fähig ist. Wusste ich's doch, dass wir diesen weichgeschmolzenen Schneeball schlagen. Hey, danke, Doc. Also, wo waren jetzt diese Mohrrüben? Diese Schalltafel kann nur aktiviert werden, wenn alle Lämpchen leuchten. Du traust dich also über den gefrorenen See? Du musst den Kompass benutzen, um deinen kleinen Drachenfreund in Sicherheit zu bringen. Aber ich glaube, du wirst sein Mütchen schon bald kühlen. Oh,
Das scheint mir nicht sehr stabil zu sein. Oh, Drachen werden nicht gerne nass. Das scheint mir nicht sehr stabil zu sein. Gut geführt. Wir haben es geschafft. Meine Sammlung ist ruiniert. Oh, Tabaluga, das wirst du mir büßen. Hurra! Du bist ein toller Freund. Ich wusste, du schaffst es. Du hast Arktos geschlagen. Willst du nicht noch etwas bleiben und mit uns in Grünland spielen? Oder spiel doch die Spiele in der Bibliothek nochmal. Einige davon kann man prima zu zweit spielen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Grünland wird dich nie vergessen. Und merk dir, du kannst jederzeit wiederkommen und spielen, was du willst.